keine Lösung anbieten. Sexismus und Rassismus, das scheint derzeit mehr zufällig miteinander verbunden. Oder gibt es da vielleicht doch einen Zusammenhang? Die Rolle und Funktion von Rassismus ist ziemlich klar. Rassismus spaltet. Teile und herrsche ist das bewährte Rezept der Reichen und Mächtigen, um sich das Volk vom Leibe zu halten. Ich behaupte, Sexismus hat eine ähnliche Funktion. Männer, die Frauen nicht als gleichwertig betrachten, können nicht den gemeinsamen Kampf mit ihnen führen, der nötig ist. Es gehört zum Herrschaftsprinzip jeder Klassengesellschaft und damit auch zu unserer kapitalistischen Gesellschaft, dass die Getretenen noch jemanden finden, auf den sie selber treten oder zumindest heranschauen können. Auch der Sexismus nützt den Herrschenden. Man könnte in Anlehnung an Malcolm X sagen, you can't have capitalism without sexism. Es gibt keinen Kapitalismus ohne Sexismus. Auf wen können wir uns im Kampf gegen den Rassismus verlassen? Nur auf unsere eigene Kraft. Auf wen können wir im Kampf gegen Sexismus bauen? Auf uns selber. Und was heißt das konkret? Fangen wir mit den Vorgängen in der Silvesternacht an. Wie wäre es, wenn alle Opfer zusammenkommen würden? Wenn sie alle Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen würden? Vielleicht unterstützt euch Vertreterinnen von Frauen-Selbsthilfeorganisationen, von Frauenarbeitskreisen aus den Gewerkschaften. Wie wäre es also mit so einer unabhängigen Untersuchungskommission, die alles untersucht, alles offenlegt? Übrigens auch das Verhalten der Polizei an diesem Abend selber. Ich glaube, dann kämen wir einen großen Schritt weiter.